So, guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, ich habe es geschafft. Ich bin rechtzeitig aufgestanden. Erstmal danke nochmal an alle, die gestern dabei waren. Wir haben jetzt die 2300 Abonnenten erreicht. Erstmal danke, wie gesagt, dafür im Gesamten. Dann habt ihr mitbekommen, die Custom Games sind am Laufen. Die gehen auch noch bis am Sonntag. Dann gucken wir halt mal weiter, was wir dann machen. Ob wir neue Custom Games machen oder wieder so eine gesunde Mischung, würde ich sagen. Dann. Ihr wollt ja bestimmt wissen, wie sieht das Ganze jetzt gerade aus bei den Custom Games. Wie gesagt, es geht halt um 10 €, aber Coco halt immer noch mit deutlichem Abstand oben. Aber gestern ist ihm nicht so viel gelungen, zum Glück. Das gab dann anderen die Möglichkeit, mal wieder ein bisschen aufzuholen. Aber ich denke mal schon, dass es trotzdem für alle ziemlich schwer wird, da nach oben auf die 1 zu kommen. So, und dann, ihr wisst ja, bei mir gibt es die Custom Games. Dann gibt es noch die Shop-Verlosungen. Wenn du bei dem ganzen Kram mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen. Am besten die Glocke aktivieren, weil dann siehst du halt einfach, wann ich online bin. Und eventuell sogar noch meinen Creator-Code eintragen. Wäre sehr, sehr, sehr nice. Also ich kann mich auch da nur bei jedem bedanken, der das Ganze auch immer möglich macht. Weil logischerweise durch die Einnahmen vom Creator-Code ist das Ganze halt auch möglich zu finanzieren. So. Was solltest du noch machen, wenn du einen Skin gewinnen willst? Weil ich denke, heute wird definitiv ein Skin rausgehen. Wenn wir gleich in den Shop gehen, ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen. Heute geht definitiv einer raus. So, wegen Skin-Verlosung gerne Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. So, warum sollst du das Ganze machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen 48 Stunden befreundet sein, ansonsten kann ich dir nämlich leider keinen Skin schenken. Ist einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme von Epic. Ist ganz klar, wenn wir nämlich hier einfach hingehen, würden zum Beispiel einen Account hacken, könnten wir den kompletten Account leer kaufen und uns gegenseitig quasi die Skins rüberschicken. Das will Epic Games natürlich nicht. So ist es den Hackern dann im Prinzip schon wiederum egal dann. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop. Nach dem Shop gehen wir in Rette die Welt rein, denn es gibt heute wieder 2 V-Bucks-Aufgaben. Wenn es natürlich noch mehr Aufgaben gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich pinne das Ganze dann an. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal rein jetzt. So. Aha. Ich würde sagen, wir haben Weihnachten. Wir haben zuerst den 3. Dezember. Haben wir den 3.? Ja. Heute ist der 3. Dezember und wenn ich den Shop angucke, könnte ich sagen, wir hätten den 24. oder zumindest den 6., also Nikolaus, weil da habe ich ja Geburtstag. Aber jetzt gucken wir erstmal rein. So, hier einmal die Glühwein-Agentin. Ihr seht schon, wurde Season 1 eingeführt. Also älter geht es schon fast nicht mehr. Dann hier der Yuletide Ranger. Den feiere ich inzwischen sogar irgendwie mehr als den weiblichen Skin. Und ihr seht, was kostet der Skin? 800, richtig. Hier, der kostet 800. Dann haben wir noch Kommando mit drin. Auch Season 1 Skin. So, ihr seht, 800er Skin, 800er Skin, 800er Skin. Was sagen wir zu dem Ganzen? Richtig. Davon werden wir heute definitiv einen verlosen. Also ich werde es so machen, wer im Stream halt da ist, wird dann halt ausgelost und kann sich dann einen Skin von den 3 Stück hier aussuchen. Einfach entweder Glühwein-Agentin, Yuletide Ranger oder halt Kommando. Aber ich denke mal, es wird einer von den 2 hier werden. So, dann haben wir noch den Raptor im Chat. Ach, im Chat, im Shop. Denkt dran, es ist noch früh morgens. Da finde ich echt die rote Variante echt nice. Der hier, den ist ja bekannt, aber seitdem die rote Variante da ist, würde ich eher die nehmen. Mir ist eh schon aufgefallen, ich habe in Fortnite immer lieber dunkle Skins. Ich finde den einfach nice. Und ich finde auch, so viele haben den gar nicht. Also man sieht ihn nicht oft. Obwohl er wieder eingeführt wurde, wurde halt auch, wie gesagt, ist alles irgendwie heute Season 1 Tag. Ich weiß auch nicht warum. Dann haben wir hier noch das passende Rückenaccessoire. Gut, das passt natürlich eher nur zu ihm als zu der roten Variante. So, dann haben wir aber noch die Velocity dabei, also die weibliche Variante. Aber ich finde, die kann mit der männlichen Variante überhaupt nicht mithalten.
Also absolut gar nicht, was sie sich da einfallen gelassen haben. Keine Ahnung. Die männliche Variante 10-mal besser als die weibliche. Oder wie sieht ihr das? So, hier auch das Rückenaccessoire passt natürlich auch. Vor allem sie hat einfach nur den einen, die eine Skinart. Er hat zwei. Also wenn man sich den holen will, dann wird er stehen hier nehmen. Wie gesagt, sieht einfach in Rot, sieht er einfach am besten aus. So, was haben wir noch im Shop? Die Zündkerzenkünstlerin. Schon wieder. Ich glaube, die war schon gefühlt jetzt schon 6-mal drin, seitdem ich die Shop-Videos mache. Nee, nee, nee. So. Ist aber irgendwie, ja, ein schlechtes Deskin nicht, aber ich würde definitiv ohne Rückenaccessoire spielen. Aber das ist immer eure Entscheidung. So, dann haben wir halt, wie gesagt, Kommando nochmal drin aus Season 1. Dann die Zuckerstange. Die wurde allerdings erst in Season 7 eingeführt. 7, 7, ich bin gerade zeitlich am Gucken. Also Weihnachten war da definitiv rum. Ja, auf hier sieht natürlich geil aus. Auf der Bazooka auf jeden Fall. Ah, ist okay, aber ist halt wirklich Geschmackssache. Also mir persönlich, ja, wenn man die Weihnachtsskins hat, dann ist er eigentlich wieder nice. Aber so würde ich sie, glaube ich, nicht spielen. So, dann, jetzt kommt ein Emote, den ich schon geschenkt bekommen habe. Tada! Der müsste eigentlich noch dabei stehen, vom Leben, den ich geschenkt bekommen habe. Ja. So, dann haben wir noch den Baumspalter. Boah, ist nicht schlecht, aber da musst du schon Holzfäller spielen, würde ich sagen. Das ist halt so eine klassische Holzfäller-Axt. So, dann haben wir noch den Showstopper. Ich liebe Emotes mit Musik. So, das war es halt, wie gesagt, mit dem Shop. Ich würde aber sagen, wie gesagt, hier den Skin oder den Skin wird heute definitiv verlost. Nun nur noch mal ein kleiner Hinweis: Denkt dran, guckt nach dem Creator Code, ob ihr mich eingetragen habt wegen YT-FamilyHack. Wenn nicht, gerne einfach eintragen, kostet euch nichts, unterstützt mich. Ich kann euch dafür wieder mehr zurückgeben. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt mal rüber in Rette die Welt. Weil wir haben ja noch V-Bucks-Missionen. So, mal gucken, wie lange wir wieder am Ladebildschirm festhängen. Also zwei Stück habe ich halt gefunden. Kann natürlich sein, dass noch ein Twin Peaks, dass da noch eine ist, aber da müsst ihr mir bitte helfen, einfach in die Kommentare schreiben, wo die restlichen sind. Und dann werde ich den Kommentar auch, sag schon, anpinnen, so dass er immer komplett oben steht. So, wo sind wir? Karte. So, die erste ist. Lol. Da ist die erste. Also 25 V-Bucks, Level 5. Dürfte eigentlich definitiv jeder hinkriegen. Also, wie gesagt, Level 5, 25 V-Bucks. Aber seht ihr das Ganze nochmal im Thumbnail? So, dann haben wir bababam, noch eine. Und zwar. Wo war sie? Da. Level 34 repariere den Schutzbunker und zwar nochmal 30 V-Bucks. So, dann gehen wir mal kurz in ein Portal rein. Also wie gesagt, ich bin ja erst leider Gottes hier irgendwo dran. Ich schätze mal, hier geht es dann irgendwo noch weiter, aber mehr kann ich halt leider absolut nicht sehen. Also wenn ihr irgendwo noch V-Bucks-Aufgaben habt, schreibt es bitte in die Kommentare und ich pinne das Ganze dann halt an. So, dann haben wir gestern noch was bekommen, nämlich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wo sie? Da, die gute Dame. Die haben wir gestern bekommen. Warum haben wir die geschenkt bekommen? Ganz einfach, weil wir bei Battle Breakers halt Stufe 20 erreicht haben. Ist eigentlich relativ simpel, wenn man sich mal kurz das Spiel geguckt hat. Man kann nämlich eigentlich auch das Spiel automatisch laufen lassen. So habe ich es dann am Ende gemacht, weil so aufregend finde ich das Spiel jetzt persönlich nicht so.
Ich meine, wem Spaß macht, um Gottes Willen. Aber ich feiere das Spiel irgendwie nicht so, weil es ist halt wirklich da konstant dasselbe. So, das ist nur die Info. Wie gesagt, den hier könnt ihr bekommen, wenn wir Level 20 werden bei Battle Breakers. So, dann würde ich sagen, war es das auch wieder heute mit dem Shop-Video. Wie gesagt, heute Abend definitiv Skin-Verlosung, einen von den Weihnachtsskins. Und wie gesagt, gern Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann den Creator-Code eventuell eintragen. Aber das Wichtigste ist halt wirklich die Freundschaftsanfrage, falls ihr einen Skin gewinnen wollt. So, dann würde ich sagen, war es das auch und haut rein.